dreht sich die Disco-Kugel im Radio. 11:56 mit Gloria Gaynor. Und gleich gibt's Rock von Snow Patrol Chasing Cars. Wenn ein Siebenjähriger die Frage richtig beantworten kann, die man selber in einer Quizshow im Fernsehen falsch beantwortet hat, dann ist das schon ein bisschen peinlich. Aber genau das ist mir gestern passiert. Ich stehe da auch dazu. Vielleicht haben Sie es gesehen. 18 Uhr im Ersten oder auch in der ARD-Mediathek. Da gibt es die Folge noch. Ich war für Bayern 1 ja beim Radiospezial von Gefragt Gejagt und wollte Geld erspielen für den guten Zweck, für die BR-Sternstunden. Das hat leider nicht geklappt, weil ich bei folgender Frage rausgeflogen bin. Was flog vor 320 Millionen Jahren auf der Erde rum? Ich habe gesagt, Flugsaurier? Die richtige Antwort wäre gewesen, Riesenlibelle. Und als unser Kleiner zu Hause, Ben, 7 Jahre, diese Frage gehört hat, kam tatsächlich wie aus der Pistole geschossen, Riesenlibelle. Ja. Und danach hat mir unser kleiner Dino-Experte einen sehr netten Vortrag gehalten, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, warum ich das an der Zeitangabe hätte erkennen können. Weil es gab so ein paar Teile, das heißt, der entscheidende Hinweis in dieser Frage war das vor 320 Millionen Jahren, weil da gab es noch keine Flugdinos. Da gab es noch keine Flugdinos.